Willkommen aus München mit dem Candy Grabber von Redback. Für 420,99 Euro könnt ihr so ein kleines Spielzeug kaufen, zum Beispiel für Weihnachten. Das ganz lustig ist, denn diese Automaten kennt so ziemlich jeder. Die stehen in vielen Einkaufszentren und auch anderen Orten. Da schmeißt man ein bisschen Geld rein und dann kann man sich etwas rausholen. Für 25 Euro könnt ihr das ab 3 Jahren auch euren Kindern kaufen oder entsprechend vielleicht auch selber ein Spiel damit machen. Dazu einfach redback.de vorbeischauen und nicht vergesst noch D-Zellen-Batterien dazu zu kaufen. Kosten 1,20 Euro eine Doppelpackung und ihr braucht 3 Stück davon. Steht hier unten noch einmal schön drin. Es gibt auch noch einen Sound dazu, also da spielt auch noch Musik, wenn ihr das Ganze hier verwenden möchtet. Und ich packe es jetzt einfach mal aus und zeige euch, wie das dann ungefähr ausschaut. So. Einfach, ich stehe mal kurz auf dazu, aus der Packung rausholen. Es sind übrigens auch kleine Plastikchips mit dabei, mit denen ihr dann sozusagen Münzen nachtäuschen könnt. Die kann man entsprechend vielleicht, wenn ihr das wirklich euren Kindern geben wollt, weiß gar nicht, wieso das gerade so schwer rauskommt, wenn ihr es euren Kindern geben würdet, dann kann man das mal als Belohnung vielleicht oder sowas machen. Man muss die entsprechend dann einfach an einem guten Ort aufbewahren. So, einmal. Es gibt einen User Guide mit dabei, wie man entsprechend die Batterien und so einlegt. Und von Redback noch ein Rücksendeformular, falls es doch nicht gefallen hat, kann man das entsprechend zurücksenden. Plastik, vor allem so einer schönen Folie noch mit drin. Ich habe das schon mal nur einmal ausgepackt. Und dann, ja, so sieht das Ganze aus. Kannst du ein bisschen näher ranbringen. Also eine große Plastikbox mit einmal Up and Down. Also ihr könnt den Arm einmal nach oben und unten bewegen. Left, Right und nochmal vor und zurück. Also man kann natürlich in alle 4 Richtungen hier gehen. Hier das Geld entsprechend einschmeißen. Und dann entsprechend hier das, was man rausgeholt hat, auch rausholen. Hier sehen wir auch schon den Mechanismus, der natürlich entsprechend vor, zurück, links, rechts gehen kann. Hoch, runter. Und hier unten dann entsprechend, hier kommen die Batterien rein. Und hier können wir das Ganze auch an- und ausmachen. Denn wenn wir einmal die Batterien eingelegt haben, soll das Ganze natürlich dann auch funktionieren. Ich habe jetzt hier noch unter einem kleinen Compartment hier die entsprechenden Plastikchips gefunden. Die sind alle mit einem 10er und einem Dollarzeichen versehen. 10 Dollar wären jetzt ein bisschen viel für ein Spiel, aber hier seht ihr, da kommt dann entsprechend das Geld rein, was man entsprechend hier wieder ganz einfach schließen kann, indem man es hier wieder zumacht. Etwas unpraktisch natürlich, wenn man nicht will, dass die Kinder hier wieder das Geld rausholen und wieder von vorne anfangen zu spielen. Aber um die Batterien einzulegen zum Beispiel, muss man echt hier noch einen Schraubenzieher vor Ort haben. Den hole ich gleich auch mal und dann legen wir hier die 3 D-Zellen-Batterien rein. Zum Glück habe ich immer einen hier. Hier oben übrigens ein kleines Loch, das kriegen wir noch auf. Da kommen dann entsprechend die Süßigkeiten rein. Den oberen Teil können wir nämlich nicht abmachen. Verdeckt jetzt allerdings gerade noch hier der Mechanismus, deswegen müssen wir tatsächlich jetzt erstmal die Batterien anlegen, um dann entsprechend Süßigkeiten einfüllen zu können. Ich habe jetzt hier nur Erdnüsse da, werde ich vielleicht ein paar reintun und ich habe noch so einen Schoko-Nikolaus. Ich weiß gar nicht, ob der reinpassen würde, wenn man den kompletten Deckel nicht abmachen kann. Wobei, es geht schon, dass man den abmacht, aber da sind 8, 9, 10, 14 Schrauben, die ihr auch mit einem Phillips-Schraubenzieher auch abmachen müsstet. So, jetzt habe ich hier die Schraube draußen, kann hier das Plastikteil abmachen und schon kommen hier die D-Zellen-Batterien rein. Habe ich gerade gekauft, 1,20 Euro wie gesagt. Einfach aufreißen. Könnt ihr natürlich auch so kaufen, dass die wieder aufladbar sind. Es gibt auch teurere für 5 Euro in als Doppelzelle. So. On. Machen das hier wieder zu. Ich werde es jetzt nicht wieder zuschrauben. Können wir einfach mal so zumachen. So, da, da. Und schon ist der Candy Grabber ready for action, würde ich jetzt mal sagen. Weil das Ganze hier noch so schön festgebunden ist und in Plastik eingewickelt. Heißt, beim ersten Mal kann es auch sein, dass wir tatsächlich die komplette Oberseite hier abmachen müssen. Bisschen unpraktisch, wenn man es sofort verwenden möchte. So. Aber ich habe noch kein Geld eingeschmissen. Großer Fehler. Und die mal so ein 10 Cent Stück raus.
schmeiß das rein. Sieht schon mal ganz lustig aus. Wie ihr seht, der Arm geht auf jeden Fall hoch und runter. Ich mache sie mal ein bisschen weiter nach vorne. Die Plastikfolie kriege ich jetzt hier wahrscheinlich nicht ab. Auch jetzt sogar. Musik ist etwas nervtötend. Aber es leuchtet hier auch noch rot, eine LED. Und die zeigt uns entsprechend noch an, genau wie viel Zeit wir haben, um hier die Sachen rauszuholen. Beim Ende geht der nicht automatisch vor in die Ecke. Das muss man alles wirklich selber machen in der Zeit. Das mit dem Plastik ist jetzt tatsächlich etwas nervig. Die Kanten sind auch etwas scharf hier oben. Wobei, ich gehe einfach mal nach ganz unten, wo ich nochmal ein 10-Cent-Stück und schaue mir an, ob der Greifarm auch automatisch aufgehen würde. Wobei ich das gar nicht probieren kann, solange hier tatsächlich diese Folie außenrum ist. Was ich etwas schade finde. Nur so will sie natürlich nicht abfallen. Jetzt habe ich es aber. So, gut. Wenn man ganz schlau ist, dann man das Ganze einfach sowieso so hoch und dann kann hier auch alles rausfallen. Entsprechend kann man das Candy auch so einfach einfügen. Ihr seht, ich mache meine Videos immer sehr professionell. So. Und habe wohl die kürzesten Finger der Welt. Und ich komme hier an das Zeug nicht ran. Naja, hab's wild. Probieren wir es aber nochmal. Geld einschmeißen. Dann runter. Ah, und wenn man unten fährt, dann geht automatisch der Arm auf. Und greift dann entsprechend zu, wenn man unten ankommt. Sieht ganz lustig aus. Ich nehme jetzt mal den Erdnuss. Nüsse her, wieder hoch, nicht zerwischt, nochmal. Musik wird schneller, heißt es gleich aus. Sehr ungeschickt. Und schon ist die Zeit aus. Ganz lustig. Vor allem, ich glaube, sobald man hier den Arm reintut oder den Finger, ist es auch wieder aus, wie ihr gehört habt. Also erkennt, falls irgendwas vorne reingefallen wäre, ob man gewonnen hat oder nicht. Ganz lustig. Nochmal. Ich bin sehr ungeschickt. Ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Da ist nämlich eine. Ah, erwischt. Auch noch halb. Schade. Und auch noch was da hinten. Ich bin einfach zu ungeschickt, ich sehe es schon. Aber ihr könnt euch vorstellen, das war der Redback Candy Grabber. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und auf redback.de einfach hier unten im Link könnt ihr euch das bestellen für 25 € plus Versand.